Moinsen, meine kleinen Streuchfreunde, liebe Grüße. Heute sprechen wir über das Thema Diversifikation, sprich Streuung. Und eine Streuung ist logischerweise auch bei dem Thema Vermögensaufbau entscheidend. Warum erzähle ich immer von drei Säulen sozusagen, die ich bevorzuge? Ich glaube felsenfest daran, dass man das Thema Versicherung nicht außer Acht lassen sollte. Ich glaube auch felsenfest daran, dass man unbedingt gerade in der heutigen Zeit das Thema Fonds, Depots, ETFs, packt es gerne in einen Sack, mitspielen sollte. Und logischerweise als dritte Säule das Thema Immobilie. Das heißt, Streuung ist das eine. Jetzt geht es aber darum, wie kann ich optimal die einzelnen Säulen miteinander kombinieren? Welche Produkte bedingen sich, kombinieren sich vielleicht gut miteinander in den einzelnen Säulen? Und warum ist es so wichtig, neben dem Thema Depot beispielsweise auch eine Immobilie, ob jetzt eigen oder fremdgenutzt, mit in die Assets aufzunehmen? Und welche Versicherung aus meiner Sicht zumindest betrachtet, dient eigentlich heute noch für einen vernünftigen Vermögensaufbau? Alles das, wie kombiniere ich das? Welcher Baustein ist eigentlich für mich jetzt der richtige in der heutigen Zeit? Erzähle ich wie gewohnt. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, euer Björn.